An Ulrike von Kleist, Berlin, 26. August 1800. Mein liebes Ulrikchen, es steht eine Stelle in deinem Briefe, die mir viel Freude gemacht hat, weil sie mir dein festes Vertrauen auf meine Redlichkeit, selbst bei den scheinbar widersprechendsten Umständen, zusichert. Du wirst finden, dass ich dessen bedarf. Ich teile dir jetzt ohne Rückhalt alles mit, was ich nicht verschweigen muss. Ich reise mit Brockes nach Wien. Ich werde manches Schöne sehen und jedes Mal mit Wehmut daran denken, wie vergnügt du dabei gewesen wärst, wenn es möglich gewesen wäre, dich an dieser Reise Anteil nehmen zu lassen. Doch das Schöne ist diesmal nicht Zweck meiner Reise. Unterlasse alle Anwendungen, Folgerungen und Kombinationen. Sie müssen alle falsch sein, weil du mich nicht ganz verstehen kannst. Halte dich bloß an das, was ich dir geradezu mitteile. Das ist buchstäblich wahr. Du bietest mir deine ferneren Dienste an. Ich werde davon Gebrauch machen, ohne deine Freundschaft zu missbrauchen. Du wirkst unwissend zu einem Zwecke mit, der vortrefflich ist. Ich stehe daher nicht an, dich um eine neue Gefälligkeit zu ersuchen. Oder eigentlich ist es Brokes, für den ich etwas erbitte. Brokes reisete mit mir von Koblenz ab und nannte der eickstädtischen Familie kein anderes Ziel seiner Reise als Berlin. Du darfst der Gräfin Eickstedt, wenn sie in Frankfurt mit dir spricht, diesen Glauben nicht benehmen. Brokes hatte einen Wechsel von 600 Gulden auf einen Bankier in Schwerin gestellt. Es war zu weitläufig, das Geld sich von Schwerin her schicken zu lassen. Er nahm ihn also nach Berlin mit, um ihn bei dem hiesigen mecklenburgischen Agenten umzusetzen. Der aber war verreiset und kein anderer hiesiger Bankier kennt Brokes. Er hat nun also doch von hier aus nach Schwerin schreiben müssen. Wir dürfen uns aber in Berlin nicht länger verweilen. Das Geld könnte frühestens in 4 Wochen in Wien sein. Wir bedürfen es aber sogleich, nicht um die Reisekosten zu bestreiten, sondern zu dem eigentlichen Zwecke unserer Reise. Ferner würde der mecklenburgische Bankier dadurch erfahren, dass Brokes in Wien ist, welches durchaus verschwiegen bleiben soll. Uns bleibt also kein anderes Mittel übrig als unsere einzige Vertraute, als du. Wir ersuchen dich also, wenn es dir möglich ist, 100 Dukaten nach Wien zu schicken, und zwar an den Studenten Buchholz, denn so heißt Brokes auf dieser Reise. Das müsste aber bald geschehen. Auch müsste auf der Adresse stehen, dass der Brief selbst abgeholt werden wird. Nun höre die Bedingungen. Du erhältst dies Geld auf jeden Fall. Du magst in unsere Bitte willigen oder nicht. In spätestens 3 Wochen von Schwerin. Brokes hat nämlich auf meine Versicherung, dass du gewiss zu unserem Zwecke mitwirken würdest, wenn es dir möglich wäre, bereits nach Schwerin geschrieben, an den mecklenburgischen Minister, Herrn von Brandenstein. Dieser wird in Schwerin das Geld heben und es dir nach Frankfurt schicken. Sollte es dir also nicht möglich gewesen sein, uns früher mit Geld auszuhelfen, so schicke uns wenigstens das empfangene Geld sogleich nach Wien unter unterstehender Adresse. Solltest du aber schon aus eigenen Mitteln uns 100 Dukaten überschickt haben, so behältst du die empfangenen 60 Fridor. Und Brokes wird sich mit dir bei unserer Zurückkunft berechnen. Sollte bei dem zu empfangenden Gelde zugleich ein Brief von Brandenstein an Brokes vorhanden sein, so darfst du diesen unter der Adresse an Brokes nicht nachschicken, sondern du kannst ihn erbrechen und bei dir behalten und uns nur den Inhalt melden. Brokes heißt nicht Buchholz, sondern Bernhoff. Die Adresse also ist an den Studenten der Ökonomie, Herrn Bernhoff, wohlgeboren zu Wien, Klammer auf, selbst abholen, Klammer zu. Willst du mich mit einem Brief erfreuen? So ist die Adresse an den Studenten der Mathematik, Herrn Klingstedt, wohlgeboren, Punkt, zu Wien, Klammer auf, selbst abholen, Klammer zu. Ich brauche doch nicht zu wiederholen, dass niemand dies alles erfahren darf. Niemand weiß es als du und W.Z. Wird es also verraten, so ist einer von euch unfehlbar der Verräter. Doch wer dürfte das fürchten?
Ich werde dir gleich von Wien aus schreiben. Ich komme, sobald unser Geschäft beendigt ist, nach Frankfurt zurück. Und dies geschieht auf jeden Fall vor dem 1. November. Fragt jemand nach uns, so heißt es, ich wäre verreiset, etwa ins Erzgebirge. Nun bitte ich noch um einige kleinere Gefälligkeiten. Ich will meine Kollegia in Frankfurt bezahlen von dem Gelde, welches ich den 1. Oktober von Damis empfangen soll. Also, bleibe unbesorgt und sei ruhig. Adieu, H.K. An Wilhelmine von Zenge. An das Stiftsfräulein Wilhelmine von Zenge, Hochwürden und Hochwohlgeboren, zu Frankfurt. Leipzig, 30. August und 1. September 1800. Mein liebes Minchen, erst will ich dir das Notwendige, nämlich den Verlauf meiner Reise erzählen und dann zusehen, ob mir noch zu anderen vertraulichen Gedanken Zeit übrig bleibt. Woran ich aber zweifle. Denn jetzt ist es bereits 8 Uhr abends und morgen früh 11 Uhr geht es schon wieder weiter. Am Abend vor meiner Abreise von Berlin schickte die Begerow zu uns und ließ uns ersuchen, zu ihr und der Löschbrand zu kommen. Du musst wissen, dass die Löschbrand mir ihre Ankunft in Berlin zuvor gemeldet und mich um meine Unterstützung gebeten hatte, welche ich ihr aber abschlagen musste. Ich konnte für diesen Abend nicht, weil ich schon ganz ausgezogen und mit meinen Briefen an dich beschäftigt war. Weil ich aber doch noch am anderen Morgen zu Struensee gehen musste, ehe ich abreisete, so beschloss ich auch meine Schwester noch einmal zu sehen. Doch höre, wie dies ablief. Ganz wehmütig umarmte sie mich mit der Äußerung, sie hätte nicht geglaubt, mich noch einmal zu sehen. Ich verstand gleich den eigentlichen Sinn dieser Rede. Und gegen dich will ich ganz ohne Rückhalt sprechen, denn wir verstehen uns. Mit Tränen in den Augen sagte sie mir, meine ganze Familie, besonders Tante Masso, sei höchst unruhig und alle fürchteten, ich würde nie wieder nach Frankfurt zurückkehren. So sehr mich dies auch innerlich schmerzte, so blieb ich doch anfänglich äußerlich ruhig, erzählte ihr, dass ich vom Minister angestellt sei, dass ich ja Tanten mein Wort gegeben und noch nie in meinem Leben ehrlos gehandelt hätte. Aber das alles half doch nur wenig. Sie versprach zwar, selbst ruhig zu sein und auch Tanten zu beruhigen, aber ich bin doch überzeugt, dass sie noch immer heimlich dasselbe Misstrauen in mir hegt. Und nun urteile selbst, Wilhelmine, welch ein abscheuliches Gerücht während meiner Abwesenheit in Frankfurt von mir ausgebreitet werden kann. Du und Ulrike, ihr seid die beiden Einzigen, die mich davor retten können. Ulrike hat mir einige vortreffliche Briefe geschrieben. Von dir hoffe ich das Beste. Auf euch beide beruht mein ganzes Vertrauen. Solange ihr beide ruhig und sicher seid, wird es die Welt auch sein. Wenn ihr beide aber mir misstrauet, dann freilich, dann hat die Verleumdung freien Spielraum und mein Ruf wäre dahin. Meine baldige Rückkehr würde zwar dies alles wieder verrichten und meine Ehre wiederherstellen, aber ob ich zwei Menschen, die mich so tief entehrten, dann selbst noch würde ehren können, das ist es, was ich bezweifeln muss. Aber ich fürchte das nicht. Wenn ich nur bald einen Brief von dir erhalten könnte, um zu erfahren, wie du meine Erklärung, dass ich nach Wien reisen würde, aufgenommen hast. Aber ich hoffe, gut. Doch höre weiter. Ich reisete den 28. früh 11 Uhr mit Brockes in Begleitung Karls von Berlin ab nach Potsdam. Als ich vor Linkersdorfs Hause vorbeifuhr, ward es mir im Busen so warm. Jeder Gegenstand in dieser Gegend weckte irgendwo in meiner Seele einen tiefen Eindruck wieder auf. Ich betrachtete genau alle Fenster des großen Hauses, aber ich wusste im Voraus, dass die ganze Familie verreist war. Wie erstaunte ich nun, wie froh erstaunte ich, als ich in jenem niedrig dunklen Zimmer, zu welchem ich des Abends so oft geschlichen war, Luisen entdeckte. Ich grüßte sie tief. Sie erkannte mich gleich und dankte mir sehr, sehr freundlich. Mir strömten eine Menge von Erinnerungen zu. Ich musste einige Mal nach dem einst so lieben Mädchen mich wieder umsehen. Mir ward ganz seltsam zumute. Der Anblick dieses Mädchens, das mir einst so teuer war, und dieses Zimmer, in welchem ich so viele Freude empfunden hatte. Sei ruhig. Ich dachte an dich und an die Gartenlaube. Noch ein Augenblick und ich gehörte wieder ganz dir. In Potsdam wohnten wir bei Leopolden. Ich sprach einiges Notwendige mit Rühlen wegen unseres Aufenthaltes in Berlin. Dies war die eigentliche Absicht unseres Verweilens in Potsdam.
Rühle hat bereits um seinen Abschied angehalten und hoffte, ihn noch vor dem Winter zu erhalten. Weil noch vor Einbruch der Nacht einige Zeit übrig war, so nutzten wir diese Brockes flüchtig durch Sanssouci zu führen. Am anderen Morgen, früh 4 Uhr, fuhr ich und Brockes wieder ab. Die Reise ging durch die Mark. Also gibt es davon nichts Interessantes zu erzählen. Wir fuhren über Treuenbritzen nach Wittenberg und fanden, als wir auf der sächsischen Grenze das Auge einige Mal zurück auf unser Vaterland warfen, dass dieses sich immer besser ausnahm, je weiter wir uns davon entfernten. Nichts als der Gedanke, mein liebstes Wesen darin zurückzulassen, machte mir die Trennung davon schwer. In Wittenberg wäre manches Interessante zu sehen gewesen, zum Beispiel Dr. Luthers und Melanthons Grabmale. Auch wäre von hier aus die Fahrt an der Elbe entlang nach Dresden sehr schön gewesen. Aber das Vergnügen ist diesmal nicht Zweck unserer Reise. Und ohne uns aufzuhalten, fuhren wir gleich weiter, die Nacht durch nach Leipzig, über Düben. Hier kamen wir den 30. heute, früh um 11 Uhr an. Unser erstes Geschäft war, uns unter unseren neuen Namen in der Akademie inskribieren zu lassen. Und wir erhielten die Matrikeln, welche uns zu Pässen verhelfen sollen, ohne alle Schwierigkeit. Weil aber die Post erst morgen abgeht, so blieb uns der Nachmittag noch übrig, den wir benutzten, die schönen öffentlichen Anlagen rund um diese Stadt zu besehen. Gegen Abend gingen wir beide ins Schauspiel. Nicht um des erbärmlichen Stückes Ebelino willen, sondern um die Akteure kennenzulernen, die hier sehr gelobt wurden. Aber wir fanden auch eine so erbärmliche Vorstellung und dabei ein so ungesittetes Publikum, dass ich wenigstens schon im zweiten Akt das Haus verließ. Ich ging zu Hause, um dir zu schreiben und erfülle jetzt in diesem Augenblick mein Versprechen und meine Pflicht. Aber ich bin von der durchwachten Nacht so ermüdet und daher, wie du auch an diesem schlechten Briefe merken wirst, so wenig aufgelegt zum Schreiben, dass ich hier abbrechen muss, um mich zu Bette zu legen. Gute Nacht, liebes Mädchen. Morgen will ich mehr schreiben und vielleicht auch etwas Besseres. Gute Nacht. Den 1. September. Diesmal empfange ich auf meiner Reise wenig Vergnügen durch die Reise. Zuerst ist das Wetter meistens immer schlecht. Auch war die Gegend bisher nicht sonderlich. Und wo es noch etwas Selteneres zu sehen gibt, da müssen wir, unser Ziel im Auge, schnell vorbeirollen. Wenn ich doch zuweilen vergnügt bin, so bin ich es nur durch die Erinnerung an dich. Vorgestern auf der Reise, als die Nacht einbrach, lag ich mit dem Rücken auf dem Stroh unseres Korbwagens und blickte gerade hinauf in das unermessliche Weltall. Der Himmel war malerisch schön. Zerrissene Wolken, bald ganz dunkel, bald hell vom Mond erleuchtet, zogen über mich hinweg. Brockes und ich, wir suchten beide und fanden Ähnlichkeiten in den Formen des Gewölks, er die seinigen, ich die meinigen. Wir empfanden den feinen Regen nicht, der von oben herab uns die Gesichter sanft benetzte. Endlich ward es mir doch zu arg und ich deckte mir den Mantel über den Kopf. Da stand die geliebte Form, die mir das Gewölk gezeigt hatte, ganz deutlich, mit allen Umrissen und Farben, im engen Dunkel vor mir. Ich habe mir dich in diesem Augenblick ganz lebhaft und gewiss vollkommen wahr vorgestellt und bin überzeugt, dass an dieser Vorstellung nichts fehlte. Nichts an dir selbst, nichts an deinem Anzuge, nicht das goldene Kreuz und seine Lage, nicht der harte Reifen, der mich so oft erzürnte, selbst nicht das bräunliche Mal in der weichen Mitte deines rechten Armes. Tausendmal habe ich es geküsst und dich selbst. Dann drückte ich dich an meine Brust und schlief in deinen Armen ein. Du hast mir in deinem vorigen Briefe geschrieben, dein angefangener Aufsatz sei bald fertig. Schick ihn mir nach Wien, sobald er vollendet ist. Du hast noch viele Fragen von mir unbeantwortet gelassen und sie werden dir Stoff genug geben, wenn du nur denken und schreiben willst. Unser Reiseplan hat sich geändert. Wir gehen nicht über Regensburg, sondern über Dresden und Prag nach Wien. Dieser Weg ist näher und in Dresden finden wir auch einen englischen Gesandten, der uns Pässe geben kann. Ich werde dir von Dresden aus wieder schreiben. Empfangen. Abgeschickt. Zweiter Brief. Den ersten aus Berlin, zweiten aus Pasewag, dritten aus Berlin, vierten aus Berlin und diesen aus Leipzig. Leb wohl, liebes Mädchen, ich muss noch einige Geschäfte tun. In 2 Stunden reise ich ab nach Dresden. P.S.
Mein Geschäft ist abgetan und weil noch ein Stündchen Zeit übrig ist, ehe die Post abgeht, so nutze ich es, wie ich am besten kann und plaudere mit dir. Ich will dir umständlicher die Geschichte unserer Immatrikulation erzählen. Wir gingen zu dem Magnificus Professor Wenck, eröffneten ihm, wir wären aus der Insel Rügen, wollten kommenden Winter auf der hiesigen Universität zubringen, vorher aber noch eine Reise ins Erzgebirge machen und wünschten daher jetzt gleich Matrikeln zu erhalten. Er fragte nach unseren Vätern. Brokes Vater war ein Amtsmann, meiner ein invalider schwedischer Kapitän. Er machte weiter keine Schwierigkeiten, las uns die akademischen Gesetze vor, gab sie uns gedruckt, streute viele weise Ermahnungen ein, überlieferte uns dann die Matrikeln und entließ uns in Gnaden. Wir gingen zu Hause, bestellten Post, wickelten unsere Schuhe und Stiefel in die akademischen Gesetze und hoben sorgsam die Matrikeln auf. Nimm doch eine Landkarte zur Hand, damit du im Geiste deinen Freund immer verfolgen kannst. Ich breite, so oft ich ein Stündchen Ruhe habe, immer meine Postkarte vor mir aus, reise zurück nach Frankfurt und suche dich auf, des Morgens an deinem Fenster in der Hinterstube, nachmittags an dem Fenster des unteren Saales, gegen Abend in der dunklen Laube und wenn es Mitternacht ist, in deinem Lager, das ich nur einmal flüchtig gesehen habe und das daher meine Fantasie nach ihrer freisten Willkür sich ausmalt. Liebes Mädchen, ich küsse dich. Adieu, ich muss zusiegeln. Ich habe auch an Tante und Ulriken geschrieben. Dein Heinrich.